Kannst du sofort die größte Schlange der Welt nennen? Ich gebe dir einen Hinweis. Es ist der Name eines sehr berühmten Horrorfilms. Na, erraten? Richtig, es ist die Anaconda. Wenn wir sie mit dem größten Krokodil Cassius kreuzen, das fast eine Tonne wiegt, könntest du das Drehbuch für einen neuen Horrorfilm schreiben. Aber diese Riesen sind nur Babys im Vergleich zu denen, die einst auf der Erde lebten. Nehmen wir zum Beispiel Kronosaurus und Titanoboa. Einst waren diese beiden Raubtiere eine Bedrohung für alles Leben, sowohl an Land als auch im Wasser. Aber was würde passieren, wenn sie heute noch leben würden? Könnte die Menschheit überleben? Oder wäre das unser Ende? Ich erzähle dir jetzt von den alten Monstern, die alles und jeden terrorisiert haben. Du wirst erfahren, wann und wo diese Monster lebten. Und dann versetzen wir sie in die Gegenwart. Du wirst erfahren, ob diese Riesen unsere Welt erobern und ob die Menschen in der Lage sind, den Kampf gegen sie aufzunehmen. Bevor wir die Zeitmaschine aktivieren, lernen wir unsere Charaktere besser kennen. Wir beginnen mit der Titanoboa. Diese uralte Schlange lebte vor ungefähr 58 Millionen Jahren. Laut Wissenschaftlern war sie mindestens 10 Millionen Jahre lang das größte Raubtier der Welt. Sie war mehr als 13 Meter lang und wog mehr als eine Tonne. Kannst du dir diesen Riesen vorstellen? Hier ist eine Illustration für dich. Wenn du zwei Giraffen auf den Boden legst, ist die Titanoboa noch länger. Schau dir nur die beiden Vertebraten an. Das Modell links gehört zur Anaconda und das rechts zur Titanoboa. Es steht fest, dass die größte heute lebende Schlange halb so groß ist wie das alte Reptil. In der Breite könnte die Megaschlange einen Meter erreichen. Sie könnte leichter ein junges Nilpferd schlucken. Leider gab es in der Antike keine Flusspferde. Titanoboa fraß lieber Fisch. Und dieses Monster war in dunklen Sümpfen und Flüssen zu Hause. Neben Fisch könnte sie auch Krokodile gefressen haben. Sie war ein raffinierter Killer. Das riesige Monster griff sein Opfer an und erwürgte es in seiner starken Schlinge. Dann schluckte die Schlange es ganz und verdaute es für eine lange Zeit. Das Opfer erfuhr eine Druckkraft, die mit dem 1,5-fachen des Gewichts der Brooklyn Bridge vergleichbar war. In Zahlen ausgedrückt sind das 28 Kilogramm pro Quadratzentimeter, 400 Pfund pro Quadratzoll. Obwohl der Kronosaurus kleiner war, war er auch ein sehr blutrünstiges Raubtier. Sein weit geöffnetes Maul voller kleiner Zähne spricht für sich. Und die Größe des Raubtiers ist vergleichbar mit den Abmessungen eines Orcas, auch Killerwal genannt. Genauer gesagt erreichte der Kronosaurus eine Länge von mehr als 10 Metern und sein Gewicht konnte bis zu 12 Tonnen erreichen. In seinem Aussehen ähnelt er einem modernen Krokodil, nur in einer sehr vergrößerten Version. Und selbst seine Beißkraft war vergleichbar. Er war auch ein ausgezeichneter Schwimmer, der seine Beute wahrscheinlich aus der Tiefe angriff. Kronosaurus hatte einen sehr starken Brustkorb, vier Flossen und einen kleinen Schwanz. Er nagte buchstäblich an seinem Opfer und ließ ihm keine Überlebenschance. Kronosaurus hätte Titanoboa nicht begegnen können. Sie lebten in verschiedenen Zeitepochen. Und vielleicht favorisierte er sogar einen anderen Lebensraum. Kronosaurus könnte in der ziemlich kalten Südsee leben, aber Titanoboa liebte das heiße Klima. Dies hinderte die beiden Raubtiere jedoch nicht daran, unter allen Lebewesen in der Region Angst und Schrecken zu verbreiten. Stellen wir uns nur vor, dass diese beiden Monster nicht ausgestorben wären und immer noch friedlich mit uns koexistieren würden. Ob das wohl friedlich wäre? Das ist hier die große Frage. Wenn Titanoboa bis heute überlebt hätte, könnte man sie durchaus in den äquatorialen Tropen finden. Zum Beispiel würde Titanoboa das heiße Klima Kolumbiens oder benachbarter Länder wie Venezuela, Brasilien, Ecuador, Peru oder Panama bevorzugen. Offensichtlich müssten die Menschen ihre Häuser sorgfältiger vor dem Eindringen von Titanoboa schützen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Schlange unbemerkt in ein Haus kriecht. Sie hätte keine Schwierigkeiten, ein Fenster auszuschlagen oder sogar eine Tür aufzubrechen.
Glücklicherweise ist dieses Verhalten für Schlangen immer noch ungewöhnlich. Um sich vor Eindringlingen zu schützen, müssten die Menschen ihre Häuser mit Hochspannungszäunen umgeben. Und halte einen großen Elektroschocker unter dem Kissen bereit. Nur für den Fall. In lauten Megastädten hätte eine riesige Schlange keine einzige Überlebenschance. Nur wenn die Schlange nicht versehentlich irgendwo unter der Heizungsleitung landet. Ein Komfort, den ein Reptil zu schätzen wissen könnte. Aber Futter in Form von Ratten würden kaum dazu passen. Übrigens würde sie sich höchstwahrscheinlich nicht für Menschen als Nahrungsquelle interessieren. In Horrorfilmen verschlingt die Anaconda oft Menschen. In Wirklichkeit greift sie jedoch selten eine Person an. Es ist davon auszugehen, dass wir ihrem entfernten Vorfahren ebenfalls gleichgültig sind. Aber für Menschen könnte die Titanoboa eine interessante Trophäe sein. Jeder Zoo auf der Welt würde davon träumen, ein so wertvolles Exemplar zu bekommen. Und seine Haut wäre eine echte Jagdtrophäe. Menschen, die diese riesigen Schlangen fangen, würden echte Nationalhelden werden. Was würde denn die Superschlange für eine Diät machen in unserer Welt? Alligatoren, Schildkröten, Flussdelfine, die würden dem Riesen in jeder Hinsicht passen. Tiere an Land würden es auch schwer haben. Riesengürteltiere, Seekühe, Tapire, Pumas, Jaguare, Kaimane und brasilianische Otter wären gefährdet. Sicher, ausgewachsene Exemplare wären zu groß, also sind die Jungtiere das, was sie fressen würden. Die Titanoboa hätte auch nichts gegen Fisch. Hier handelt es sich auch um eine bekannte Nahrungsquelle des Tiers. Infolgedessen würde die Nahrungskette unterbrochen. Einige Tiere würden wahrscheinlich in sicherere Gebiete wandern. Aber auch die Fauna der Wälder Amazoniens wären stark beeinträchtigt. Obwohl Insekten und Pilze anfangen würden zu gedeihen und sich zu entwickeln, sehr bald würde es keine Spur mehr von der einst üppigen Vegetation geben. Kronosaurus hätte das Leben in unserer Zeit auch kaum gemocht. In der Antike hatten sogar Schildkröten die Größe eines Küchentischs. Wenn man nur eine isst, fühlt man sich den ganzen Tag satt. Aber solch ein Monster würde ungefähr ein Dutzend unserer modernen Schildkröten brauchen. Und dann bezweifle ich immer noch, dass das ausreichen würde. Neben Schildkröten ernährte sich das alte Monster von Plesiosaurier. Aber in unserer Welt müsste er nach einer Alternative suchen. Höchstwahrscheinlich würde er zu großen Meeressäugern wechseln. Er wäre nicht in der Lage, einen Wal auf einmal zu schlucken. Aber in Teilen, dann sicher einen ganzen Wal. Solch ein riesiger Körper würde Tonnen von Nahrung brauchen. Wie ein riesiger Fleischwolf würde er alles auf seinem Weg verzehren. Die Menschen würden stark unter dem Fischmangel in den Meeren und Ozeanen leiden. Das Fischen selbst wäre aufgrund der Unterwassergefahr sehr riskant. Es müssten Schiffe gebaut werden, die viel solider sind. Und im Falle des Aussterbens der Wale würde eine Klimakatastrophe beginnen. Es würde nichts mehr existieren, um der Luft tausende Tonnen Kohlenstoff zu entziehen. In den Unterwassertiefen würde es einen täglichen Kampf ums Überleben geben. Angesichts der Größe des Monsters und seiner wilden Veranlagung könnte es nur einen Gewinner geben. Wir müssten den Tourismus und die Seefahrt im Lebensraum des Monsters komplett aufgeben. Dieser Lebensraum wäre auf allen Karten rot markiert. Und jeder, der es wagen würde, dorthin zu gehen, würde praktisch sein eigenes Todesurteil unterschreiben. Wenn Titanoboa die wertvollste Haut hätte, wären es beim Kronosaurus die scharfen Zähne. Klein und scharf wie eine Säge könnten sie wertvoller sein als die Hörner eines Nashorns. Die Hörner sind heute eines der teuersten Materialien der Welt. Der Preis beträgt ungefähr $65.000 pro Kilogramm. Teurer als Gold. Wusstest du übrigens, dass die Gefahr der Rückkehr ausgestorbener Tiere auf die Erde besteht? Ich mache keine Witze. Wissenschaftler schließen die Möglichkeit nicht aus. Ich spreche hier von Titanoboa. Es gibt Spekulationen, dass sie bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius, also 90 Grad Fahrenheit, leben würde. Angesichts der Wachstumsrate der globalen Erwärmung können solche Durchschnittstemperaturen Realität werden. Ich bin sicher, dass es noch Millionen von Jahren dauern wird. Möchtest du Urzeitmonster mit den eigenen Augen sehen? Schreib es in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann solltest du es unbedingt liken und mit deinen Freunden teilen. Und ich bereite jetzt einfach eine neue, spannende Ausgabe für dich vor.